Die chinesische Zentralbank legt arbeitstäglich einen Referenzkurs für ihre Währung fest, um die dann der Yuan um maximal 2% schwanken darf. Am Montag lag dieser Referenzkurs noch bei 6,1162 Yuan pro US-Dollar. Und dann kam die Abwertung um 2%, über die wir gestern hier gesprochen haben. Und das führte dann dazu, dass der Referenzkurs bei 6,2298 Yuan pro US-Dollar lag. Und dazu sagten dann die Zentralbanker in China, naja, das wird eine einmalige Abwertung bleiben. Und nur einen Tag später werten sie den Yuan nochmals um 1,6% ab, sodass der Referenzkurs jetzt bei 6,43 Yuan pro US-Dollar liegt. Und das zerstört natürlich nicht nur das Vertrauen in die Notenbanker in China, sondern vor allen Dingen schürt es Sorgen um die Konjunktur in der riesengroßen Volkswirtschaft im Reich der Mitte. Denn natürlich gilt China als wichtige Lokomotive der Weltwirtschaft. Und wenn man jetzt hier mit den Währungskursen spielt, um die eigene Wirtschaft zu beleben, um vor allen Dingen die exportorientierten Werte in China zu stützen, dann heißt das umgekehrt, dass alle die nach China Waren liefern wollen, etwas schlechtere Bedingungen vorfinden. Und das in einer Heftigkeit jetzt hier beim Referenzkurs für den Yuan, die durchaus ihre Auswirkungen haben könnte. Börsianer sind zumindest sehr verschreckt. Der DAX lag ja am Montag zeitweise noch im Bereich von 11.600 Punkten. Und jetzt haben wir ihn schon bei 10.991 Zählern mit nochmal 302 Punkten oder 2,7% im Minus, nachdem es ja gestern schon deutlich abwärts ging. Allerdings versuchen die Anleger hier an der Börse Stuttgart erneut, ihr antizyklisches Verhalten an den Tag zu legen. Man kauft jetzt doch sehr massiv Knockout-Calls und Call-Optionsscheine auf den DAX und setzt damit vielleicht auf eine technische Gegenbewegung, die sie sich jetzt hier erhoffen. Der Euro geht übrigens zum Dollar auch fester, liegt jetzt schon bei einem Dollar 11,30. Aber wir können noch mal auf Einzelwerte schauen, damit das hier nicht untergeht. Die Automobiltitel sind besonders unter Druck geraten. Das war schon gestern der Fall. Heute geht es hier nochmals bei BMW um 3,4% nach unten, bei Daimler um 3,9%, bei Volkswagen Vorzügen um 2,4% und bei der Continental-Aktie um 3,4%. Und das, obwohl gerade BMW den Absatz im Juli in Europa deutlich steigern konnte und damit die Einbußen in China eigentlich kompensiert hat. Denn der Autoabsatz hier für BMW im Monat Juli in Europa betrug 173.195 Fahrzeuge. Das waren 5,6% mehr bei den drei Marken BMW, Rolls-Royce und Mini als im vergangenen Jahr. In China gab es zuletzt hier einen Rückgang um 6,2%. Aber China gilt als der größte Automarkt der Welt und deswegen sind natürlich diese Zahlen jetzt besonders schwergewichtig, zumal die Geschichte mit den Währungen jetzt natürlich medial extrem stark in den Vordergrund gerückt ist. Wir können uns aber auch noch mal Zahlen anschauen, beziehungsweise kurz auf den Kurs von E.ON schauen. E.ON liegt als einziger Wert im DAX heute ganz leicht im Plus mit 0,1% bei 11,71 €. E.ON baut weiter Schulden ab, das gefällt den Analysten und darüber hinaus wurde die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Henkel hat eigentlich gar nicht so schlechte Zahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn legten im Quartal deutlich zu. Auch hier wurde die Prognose für 2015 bekräftigt. Aber die Geschäftszahlen lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie wird massiv verkauft, ist stärkster Verlierer im DAX mit einem Abschlag von 6,3% auf 102 €. Das ist wirklich eine extreme Situation und Reaktion. Möglicherweise liegt es auch daran, dass es heute insgesamt eben ein schwaches Umfeld für Aktien gibt und dann Henkel nun besonders deutlich nach unten gedrückt wird. Einen kurzen Blick werfen wir nochmal in die zweite Reihe. Da hat Bilfinger nämlich Zahlen vorgelegt, die waren überhaupt nicht gut. Im zweiten Quartal ist ein Verlust von 423 Millionen Euro angefallen. Vor einem Jahr gab es noch 47 Millionen Euro Gewinn. Aufgrund
Von hohen Verlusten und Abschreibungen, vor allen Dingen im Kraftwerksgeschäft, ist man hier in die roten Zahlen gerutscht. Das war allerdings im Mitte Juni schon angekündigt worden von dem neuen Bilfinger-Chef Per Utnegaard. Da war der gerade mal 2 Wochen im Amt, nachdem er ja die Geschäfte von Roland Koch übernommen hatte. Und der fuhr dann eine ganz andere Strategie. Der sagte sich, jetzt müssen wir uns vom Geschäft mit Ingenieurdienstleistungen für Kraftwerke verabschieden. Wir wollen diese Sparte verkaufen. Und dadurch schöpften dann die Aktionäre und Börsianer neuen Mut. Aber vorher ist doch viel Vertrauen zerstört worden, denn 6 Gewinnwarnungen gab es innerhalb eines Jahres. Heute halten sich die Abschläge bei der Aktie in Grenzen. Bilfinger nur mit 1,8% im Minus bei 37,49 Euro und damit etwas stärker als der Gesamtmarkt unterwegs, weil hier vieles der negativen Ereignisse schon in den vergangenen Wochen verdaut wurde.